Willkommen zurück zu Minecraft mit stolz geschwellter Brust, einem neuen Schwert und ein bisschen Essen und ein paar Obsidianblöcken. Stehe ich vor dem Tor. Da fällt mir gerade ein, bevor ich hier reingehe, ich nehme auch noch das Feuerzeug mit. Bin mir nicht sicher, ob wir ein Feuerzeug dabei hatten, als wir gestorben sind. Ich dachte, wir hätten eins gefunden. Aber ich will da unten gleich ein Nether-Tor bauen. Wenn das möglich ist. Wir holen unsere Sachen und dann bauen wir da unten beim Spawner direkt gleich mal ein Nether-Tor. Damit wir da zukünftig hoffentlich immer schön reinmarschieren können. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie wieder zurückkommen. Aber erstmal, das wird jetzt toll. Erstmal müssen wir uns darum kümmern, unsere Sachen wieder zu holen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob die Schweinchen hier bei unserem Tor auch dann schon aggressiv sind. Oder ob das die nur vor Ort sind, wo wir gestorben sind. Wir werden es rausfinden. Wir schauen mal. So, wie sieht's aus? Habt ihr was gegen mich? Nein, also er hat nichts gegen mich. Das ist schon mal sehr gut. Und Gott sei Dank haben wir die Koordinaten. Das heißt für mich, ich schaue mal eben hier rauf. Wir sind bei 87.283 und wir müssen für den Lohnspawner müssen wir zu minus 186. 186. Also in die Richtung und 178. In die Richtung müssen wir. Mein Forscherherz sagt in diese Richtung. Moment, da ist ja schon. Hä? Da ist ja schon eine Festung. Waren wir so nahe an der Festung? Wie bin ich denn da vorbeigelaufen? Wie kam das denn? Da ist ja schon die Festung. Ich kann nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Sind wir da hinten wahrscheinlich außen rumgelaufen und keine 2 Meter. Keine 2 Meter ist hier die Nether-Festung. What? Ich habe keinen Plan. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Abbauen mit dabei. Das war sehr klug. Keine Spitzhacke und nichts. Ah, die bräuchte ich fast. Wir müssen uns ja irgendwie jetzt einen Weg hier in die Hütte bauen. Na gut, das geht so auch jetzt mit den Fäusten. Ich brech ab. Das kann doch nicht sein, dass da 2 Meter... Oh, ich bekomme hier nichts. Ah, wir müssen uns eine Spitzhacke holen. Das hier 2 Meter neben unserem Nether-Tor ist die Festung. Und ich habe die vorhin nicht entdeckt. Das ist schon echt seltsam. Na gut. Sowas passiert halt auch immer nur mir, ne? Bin mir sicher, anderen passiert sowas nicht. Holen wir mal eben eine weitere Spitzhacke. Es ist zum Mäusemelken. Sag mir was, Mensch. Aber ich bin jetzt zuversichtlicher, dass wir unsere Sachen hier bekommen. Ich habe natürlich wieder keine Spitzhacke übrig. 1, 2, 3. Das wäre ja auch zu einfach, wenn die schon vorbereitet wäre. So. Ich werde aber trotzdem direkt ein Nether-Tor hinbauen, weil dann ist es auch nicht so weit entfernt und wir schauen einfach mal, wo wir hier rauskommen, wenn wir uns ein neues bauen. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Gleich hier drüben, da oben sind schon wieder 3 Loren. Gleich hier drüben, dass ich das nicht gesehen habe. Verstehe es nicht. So, und ich muss mal jetzt schauen, wo wir unsere Sachen abgelegt haben. Unfreiwillig. Kann ich mich nicht einfach hier durchgraben? Hier sind auf alle Fälle schon mal Fackeln, das ist gut. Wir sind hier entlang gegangen. Das heißt, wir müssen die Fackeln wieder auf die linke Seite nehmen. Ich hoffe, dass unser Zeug noch da ist, Mensch. Dass dann nicht wirklich viel jetzt irgendwie runter in die Lava gefallen ist.
Ah, das wäre suboptimal. Dass wir das ohne Probleme, großartige Probleme jetzt auch bekommen, zurückbekommen. Jetzt pass auf, hier ist der Aufgang. Was ist hier so ein Springding? Ich weiß, wir sind vorhin hier hochgelaufen. Und wahrscheinlich hier runter. Ja, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis ich hier wieder alle Wege durchgegangen bin. So, irgendwo muss da so ein Weg sein mit so einem Lavapool in der Mitte war das. Hier ist wieder Schluss. Ich habe echt den größten Bogen um diese Festung gemacht, als wir vorhin vor 2 Folgen oder 3 Folgen, als wir die Festung gesucht haben. Unfassbar. Da ist gerade ein Springer hier runtergefallen. Ich glaube, jetzt wo wir aktuell sind, ich glaube, das war ziemlich am Anfang, ne? Muss mir da einen anderen Weg suchen. Das ist so noch nicht korrekt. Wir gehen mal hier weiter. Hier geht's runter. Sackgasse. So, ich werde mal was essen. Ich habe ganz viel zu essen gemacht jetzt. Wir haben hier einiges dabei. Leuchtende Kiste, da war aber auch Sackgasse, genau. Aber ich hoffe, ich weiß ja immer noch nicht, wie lange die Sachen halten. Ob man hier irgendwie dann. Ob die despawnen, wenn man den Bereich verlässt, oder ob die despawnen nach einer gewissen Zeit. Ich weiß das bisher immer noch nicht. Wo zum Henker? Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, oder? Ach so, nee. Wir könnten mal hier drüben hochgehen. Dort mal schauen. Das war da, wo ich hier oben immer rumgelaufen bin. Aber da habe ich ja nichts entdeckt. Da ist ein Pfeil. Sehr schön. Ich spring da jetzt einfach runter. Hui. Sehr gut. Guter Mann, der Tollfuß, hat uns hier quasi schön einen Pfeil hierher gelegt. Jetzt ist die Frage, ob das der erste Spawner ist. Das sieht aus wie der erste Spawner. Genau, da ist auch mächtig was los hier. Und wenn wir hier vorgehen, ich glaube links rum und dann hier hoch, müssten wir zum zweiten Spawner kommen. Genau, der ist hier vorne. Frage ist nur, wo bin ich vom zweiten Spawner aus da hingelaufen? Da ist der zweite Spawner. Bin ich hier entlang gelaufen? Wahrscheinlich bin ich hier. Ah, okay, genau. Hier vorne war die Lava. Wir kommen der Sache näher. Hier vorne war die Lava. Dann bin ich hier durch. Dann waren hier irgendwo die schwarzen Ritter. So, und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Bist du aggressiv? Komischerweise sind die jetzt nicht mehr aggressiv. Ich weiß nicht, wieso.
Sind ja da vorne? Ist hier vorne das Zeug oder? Das war irgendwo ein Abschnitt. Ah, bloß nicht wieder ein Schweinchen hier anschlagen jetzt. War das vielleicht sogar hier? Nee, hier war das nicht. Ich glaube eher in die Richtung. Dann wurden wir nämlich noch beschossen von diesem blöden Geist hier. Nee. Das muss hier irgendwo am Rand gewesen sein. Oh, hier war es. Da ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Willst du mich verarschen? Gar nichts mehr? Null? Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts. Das war die Stelle. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Ich bin hier irgendwie runter. Hier runtergefallen. Das war die Stelle. Es ist nichts mehr da, wenn ich im Nether sterbe. Ich brech gerade echt ab hier. Ich brech gerade echt ab. Holy moly. Das war doch letztes Mal auch nicht so. Wir haben uns doch letztes Mal auch unsere Sachen wiederholen können, als wir gestorben sind hier. Also entweder, weil es hier ein anderer Chunk ist. Ich schaue nochmal, ob das vielleicht doch irgendwo anders war. Das muss hier gewesen sein. Ich bin hier runtergefallen. Und hier bin ich gestorben. Weil ich noch gesagt habe, jetzt nicht aufpassen so ungefähr. Ich fass es nicht. Ah, oh, das tut richtig weh jetzt. Das tut richtig, richtig weh. Das ist nicht okay. Oh, hab ich jetzt Bock, das Spiel zu beenden? Mache ich natürlich nicht. Bin ja professioneller Spieler. Ah. Ich fass es nicht. Jetzt haben wir hier, wir brauchen wie viel Obsidian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Stück brauchen wir. Habe ich natürlich jetzt nicht. Ich habe darauf spekuliert, dass wir die anderen Obsidian-Blöcke von unserer Beute behalten. Oh. Das muss die Stelle sein hier oben. Es muss die Stelle sein. Da wette ich meinen Arsch drauf. So, ich bekomme hier natürlich auch kein Obsidian. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder zurück zum Ausgang. Oh, ist das ärgerlich. Weil wir dort noch ein zweites Obsidian-Portal stehen haben, das nicht mehr funktioniert momentan. Oh, ich sag euch was, Mensch. Ich sag euch was. 84, 296. Die Dichtung 296. In die Dichtung müssen wir. Ja, das regt mich auf. Da werde ich wahnsinnig. Ich hau dir deine Stäbe weg. Du Lump. Schau mal, ob hier irgendwo noch, vielleicht, ne? Irgendwo noch Reste. Ich will noch nie aufgeben.
Aber entweder sind die Sachen runtergefallen oder die spawnen wirklich, weil wir in dem anderen Chunk dann rauskommen. Das ist richtig doof, ja. Oh, wir müssen in die Richtung. 296 minus 84. In die Richtung. Oh. Ich sag euch was, Mensch. Bin leicht angemampft jetzt. Jetzt wollte ich schon hier rüberspringen. Na gut. Wir werden auf alle Fälle jetzt hier in die Richtung gehen. Und schauen, dass wir hier zurückkommen. Und dann werde ich aber nochmal hierher gehen. Ich will dieses blöde Obsidian-Tor da dort hinsetzen. Koste es, was es wolle, ist mir jetzt egal. Alter, hier geht's halt. Ah, das ist halt. Ist halt einfach nicht weitergeht. Wann ist der blöde Kollege wieder? Ja, komm. Schieß mich halt gleich runter hier. Am besten. Du Pfeife. So, ich hole mir mal den hier. Hoffentlich wird natürlich wieder ein Schweinchen da, damit ich nicht zuschlagen kann. Unter anderem bombt auch noch rum. Jetzt ist er auf einmal weg. Ah, da oben ist er. Ich stimme mich halt einmal in die Ecke. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache nichts mehr. So, jetzt pass mal auf. Ich baue hier mal ein paar Steine ab. Ich brauche nämlich welche zum Rumbauen. Das ist einfach nur unerhört. Ich habe mittlerweile schon wieder die Richtung vergessen, wo ich hinlaufen muss. Wir kriegen das hin. Ist mir egal. Wir kriegen das hin. Geh nicht eher weg, bis dass ich das hier alles erledigt habe. Also. Ich gucke nochmal auf die Karte. 166, 190, 84, 296. 84, 296. In die Richtung da rüber müssen wir. In diese Richtung hier. Da vorne ist er wieder. Der kleine Grummelzwirbel. Da ist es, das Tor. Okay, dann merke ich mir mal den Weg, in welche Richtung ich gehen muss. Wir können hier oben rüber gehen. Jetzt hör mal auf! Ich sag's der Mama, dass du so gemein bist. Wir gehen hinten rum. Tropft auch schon die Lava runter. So, wo waren die Tore? Da unten sind sie. Also, wir müssen hier hoch und dann einfach rüberlaufen. Das ist das ganze Geheimnis. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal... Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe keine Diamantspitzhacke. Weil die ja weg ist. Und die gute Diamantspitzhacke ist einfach mal weg. Oh, das gibt so Rache. Das gibt zu Rache. Ah,
wir haben halt wirklich auch viel Diamanten gefunden vorhin, ne? Das ist echt schade. Das ist richtig schade. Und ich muss mal fragen, war das meine Schuld, dass ich gestorben bin? Ich würde jetzt eher sagen, nein, war es nicht. Er ist mir einfach vor das Schwert gelaufen. Ich konnte gar nichts tun. Ja gut, er ist mir vielleicht nicht vor das Schwert gelaufen. Ich habe halt einfach nur schnell, kurzfristig reagiert. Und dann stand halt er einfach nur da. Ne? Und dann habe ich ihn angeschlagen und dann war es um uns geschehen, Mensch. Dann sind wieder alle am Amok gelaufen. Als könnte man nicht einfach mal so... Ne? Es gibt ja auch ein Versehen. Es kann ja auch aus Versehen passiert sein. Ich meine ja nur. Das dauert wieder 3 Stunden jetzt, bis wir das hier abbauen. Ich werde nochmal die Steine zählen, aber normalerweise müsste das schon passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Stück. Ja komm, da müsst ihr jetzt nicht mit dabei sein. Ich werde mal diese Steine hier abbauen. Und ich werde nochmal einen Blick auf das letzte Video schmeißen, wo ich gestorben bin. Ob das auch wirklich die Stelle war. Ich gebe es noch nicht auf, aber ich bin mir fast sicher, dass es die Stelle war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir ein Nether-Tor direkt beim Lohnspawner bauen. Ich würde sagen, beim ersten Lohnspawner haben wir ein bisschen Platz. Und dann schauen wir mal, wo wir auf der Oberwelt dort rauskommen. Und wir werden natürlich weiterhin auch um unsere verlorenen Gegenstände trauern. So sieht's aus. Macht's gut und bis dann. Ciao.